Radio 1. Hörbar Rust. Herzlich willkommen. Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung seit 2000 Jahren, seit der Erfindung des Rundfunks, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr, seit der Erfindung der Podcasts, aber auch dort sehr aktiv. Sie können unglaublich viele Sendungen sich noch im Nachhinein anhören. Sie können diese Sendung abonnieren, ohne einen müden Heller dafür auszugeben. Und wer mein Gast heute ist, erfahren Sie jetzt. Radio 1. Hörbar Rust. Heute mit Anja Rützel. Vielleicht gehören Sie nicht zu den jetzt Skizzierten, aber als Teenie kaufte man sich damals ganz bestimmte Zeitschriften, in der Hoffnung, die Lieblingsband würde darin auftauchen, mit neuen Fotos, neuen Geschichten. Heute kaufen wir uns häufig Zeitschriften und Zeitungen, in der Hoffnung, neue Geschichten unserer Lieblingsautorinnen und Autoren darin zu finden. Alexander Osang ist ein gutes Beispiel dafür. Und ganz klar Anja Rützel. Die 48-jährige Journalistin hat ein außergewöhnliches Talent für Sprache. Wie eine Imkerin muss man sie sich vorstellen. Die Worte wie herumschwirrende Bienen. Was darin passiert, entzieht sich der Metapher. Aber der Honig, der bei so etwas entsteht, erscheint unter anderem beim Spiegel, bei der Zeit oder gleich als eigenes Buch, von denen es inzwischen 5 gibt. Wir haben die Autorin und zertifizierte Biberberaterin heute zu uns eingeladen. Herzlich willkommen nochmal, Anja. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Normalerweise bist du ja diejenige, die Dinge beobachtet und dann porträtiert, Themen, Sendungen, Menschen. Heute bist du sozusagen auf dem Hot Seat. Und fühlst du dich wohl oder unwohl in so einer Situation? Es ist immer noch ein bisschen komisch. Also ich habe mir das, Routine ist falsch. Also ich habe mich dran gewöhnt, so im Laufe der letzten Jahre. Es geht ja so ein bisschen einher, wenn man Bücher schreibt, dass man dann über diese Bücher auch spricht und so. Und aber ganz ursprünglich bin ich ja mal Printjournalistin geworden, damit mich niemand sieht und niemand hört. Also deswegen ist es immer noch so ein bisschen eigenartig für mich. Aber ich freue mich. Im Grunde hast du das gemacht, was dein Vater auch gemacht hat. Ich weiß gar nicht, was er vom Beruf war. Ein Werkzeugmacher. Aha, denn er hat, das habe ich einem deiner Bücher entnommen, einer Geschichte, er hat am Wochenende den Staubsauger auseinandergenommen. Ja. Und zwar rituell, jeden Samstag. Das ist schon, finde ich, sehr interessant. Hast du es gemerkt, ich habe schon Samstag gesagt. Ich kriege dann, wenn ich also an meine Familie denke, dann wird es schon fränkisch. So. Aber Samstag, das ist so, das würde ich jetzt auch sagen, glaube ich, als Niedersächsin. Also er hat, es war ja für ihn kein Geheimnis, was im Innenleben eines Staubsaugers passiert. Ist er denn, deine Mutter oder wer auch immer bei euch sauber gemacht hat, hat regelmäßig Schmuck eingesaugt und er musste das wieder rausholen. Aber warum hat er das gemacht? Also es gab zwei Staubsauger, einen neuen, modernen, der einfach vollkommen normal funktioniert hat, wie ein Staubsauger auch. Und es gab eben diesen uralten Staubsauger, der eigentlich total überflüssig war, den man gar nicht mehr brauchte. Und der wurde aber auch noch manchmal benutzt und hatte eben viele Macken. Aha. Und dann hat mein Vater da immer, also für mich war das als Kind immer fast so eine OP-Situation, wenn der dann auf dem Tisch lag und mein Vater sich so über den beugte. Und das ist so, also ich habe irre viel vergessen, habe ich manchmal das Gefühl, so aus meiner Kindheit. Aber das ist so ein Bild, das ich noch ganz plastisch vor mir sehe, dieser halb rote, halb weiße Staubsauger, der da operiert wird. Ich finde es so schön. Also wie gesagt, du machst inzwischen dasselbe, den Dingen auf den Grund gehen und sie, wenn ich jetzt sage, sezieren, hat das schon was Kaltes, so meine ich es nicht, aber sie genau zu betrachten und sie dann entweder neu zusammenzusetzen oder ihnen eben eine Form zurückzugeben. Und das machst du unglaublich talentiert mit Worten. Also die Geschichten, die man von dir lesen kann, die Bücher, die du gemacht hast, sind wie ein Ausflug oder wie so ein, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es macht jedenfalls wirklich viel, viel Spaß. Und jetzt müssen wir verbal 2 Stunden miteinander verbringen und die Zuhörerinnen und Zuhörer kommen, denke ich, gerne mit. Wo warst du, das ist ganz toll, weil jeder hat eine andere Antwort drauf, aber deine ist besonders schön. Wo warst du am 11. September 2001. Am 11. September 2001 war ich war bei einem Schwein zu Hause. Ja, in Reutlingen. Und zwar, da habe ich noch bei einer Stuttgarter Regionalzeitung gearbeitet als Redakteurin. Und ich weiß noch, wir haben so den Einschlag, also den zweiten Einschlag des Flugzeugs, den Einschlag des zweiten Flugzeugs so rum, haben wir quasi im Newsroom so verfolgt an Bildschirm. Und das war alles gerade noch so eine Situation, wo man gar nicht wusste, was eigentlich los ist. Und dann musste ich aber raus aus der Redaktion, weil ich einen Termin hatte bei einem Minischwein. Mona. Also,
Mona, das Milch, genau. Mal in Reutlingen. Das heißt, alle saßen da mit schweißnassen Stirnen und Händen und du hast gesagt, sorry Leute, ich muss kurz. Ich muss. Und zwar war das für eine Geschichte. Das war eine Sammelgeschichte, ein Sammelporträt mehrerer außergewöhnlicher Schweine. Was? Ja. Unter dem. War das deine Idee? Möglicherweise ja. Also eigentlich im Herzen bin ich ja Tierjournalistin und leide ja sehr drunter, dass diese Sparte noch nicht so breit aufgestellt ist, dass ich nur das machen könnte. Es gab so eine monatliche Jugend-Lifestyle-Beilage von der Zeitung. Und die hatte immer so einen thematischen Überbegriff und das war da, glaube ich, Schweine. Und aber halt viel, ne? Man spiele dann so damit im übertragenen Sinn. Ich glaube, da war dann auch jemand so im Casino Schwein gehabt und so. Also man hat das so durchdekliniert. Das da, ja. Aber ich wollte halt so den leibhaftigen Schwein. Weiß es noch genau. Ich habe wirklich viel vergessen, aber diese Doppelseite sehe ich immer noch. Besuch in Rüsselsheim hieß das. Und ich war bei einem Zuchteber. Dann bei einem Zirkusschwein, und zwar bei einem mega untalentierten Zirkusschwein, das immer nur hinterherlaufen konnte und nichts so wirklich auf die Kette gekriegt hat. Wie entwürdigend. Es war wirklich, im Herzen hat mir das leid getan. Und eben bei Mona, das war so eben so ein Mini-Hängebauchschwein. Und was in Reutlingen in der Wohnung lebte mit seinen Besitzern. Und ich werde das nie vergessen. Ich kam dorthin, mir wurde die Tür aufgetan. Und es hieß ja, das Schwein wäre im Wohnzimmer und das Schwein lag auf dem Sofa und hat 11. September im Fernsehen geguckt. NTV sowas, ne? Ja. Nachrichten. Das lief, also die Nachrichten, ne? was so quasi rund um die Uhr dann lief und das lag so auf der Decke, auf dem Bauch und hatte auch die Pfoten so halb überschlagen und guckte, also das war auch ein gruseliges Schwein. So schwarz und dunkles, borstiges. Ich bin nicht so der Fan von diesen Hängebauchschweinen. Ich mag mehr so die klassischen Riesenschweine, die richtigen Brummer. Und das lag da und guckte auch so bisschen böse so, guckte so und lag da und ich dachte, ich werde wahnsinnig. Was sind das denn für Menschen, die sich Schweine halten? Also George Clooney ist der einzige Mensch, genau, wirklich, der mir einfällt. Und ich glaube, ich erinnere mich nur an die Menschen, erinnere ich mich viel weniger gut als an dieses Schwein. Aber ich glaube, das waren so welche, die das gelesen hatten, dass der George Clooney eben auch Hängebauchschweine hat und es witzig fanden. Und kackt so ein Schwein irgendwo hin oder kackt es in ein Katzenklo? Ich glaube, dass das so das Stubenreinprinzip wie beim Hund ist. Die mussten mit dem halt immer spazieren gehen. Ich glaube, es hatte auch einen Gatten oder so. Also das Schwein hatte das gar nicht so übel, letztendlich. Mhm. Aber ich glaube, die halten dann auch ein oder so, bis man mit denen Gassi geht. Ich glaube, das ist wirklich hundeähnlich, nur nicht so flauschig. Ich finde die Vorstellung so toll, dass dieses Schwein so immer mehr Macht in dieser Familie bekommt und ein zweites Schwein dazukommt und irgendwann gehen sie dazu über zu sagen, komm, wir essen mal eine Menschenwurst, wir schlachten jetzt unsere Besitzer. Das ist in so eine ganz andere, vielleicht ist es so gekommen, wir wissen es nicht. Also die Spur verliert sich dann irgendwann. Okay. Aber ich habe tatsächlich vor ein paar Jahren dem Fotografen, der damals mit dabei war, geschrieben, weil ich wusste, er hatte ganz viele Bilder gemacht und ich dachte, vielleicht hat er ein Foto von der Situation, wie das Schwein quasi hier NTV guckt und da hat er aber leider nicht. Es gab nur ein Bild von mir und dem Schwein und ich bin überraschend blond und sehe total glücklich aus, weil ich ein Tier anfassen kann. Sagt man eigentlich, um das noch als letztes und dann ist die Schweingeschichte auch wirklich durch, aber wenn man also hinkommt, um ein Zirkusschwein zu porträtieren, das komplett untalentiert ist, tut man dann so, als sei es talentiert, damit das nicht geschlachtet wird, dass man sagt, oh, das läuft aber hübsch hinterher oder so? Ich hatte so ein bisschen Angst, tatsächlich. Also, dass das so auf der Abschussliste steht. Also, ich hatte Angst um das Schwein. Ne? Dass ich so dachte, müsste ich das jetzt eigentlich mitnehmen, um sicherzustellen, dass die nicht irgendwann sagen, dieses Schwein ist ein unnötiger Fresser. Ich habe mir dann eingeredet. Ich kann dann auch nicht immer alle Tiere mitnehmen. Ich habe dann gedacht, das wird schon gut gehen. So, dein erster Song. Und ich sage jetzt all denjenigen, die denken, ach, Herr Jemine, das ist nicht repräsentativ für den weiteren Verlauf der Musikliste. Aber lassen Sie uns da jetzt gemeinsam durchgehen. Die Teens. Gimme, 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 gimme your love. I got heartache. Number one, oder hieß es ja so? Ja. Okay, wir hören den Song und dann hören wir mal, warum dieses Lied so wichtig war für uns. Forget 'em and wait till it's
Slayer. Ach, Quatsch, natürlich nicht. Wird hier leicht gehöhnt. Nein, deine Großmutter hat ein Slayer-T-Shirt getragen, ne? Ja, also zur Gartenarbeit. Ja, damit man weiß, aus was für einer Familie du stammst. Nein, also Anja Rützel ist heute hier zu Gast. Vielleicht hat nicht jeder gleich ein Bild zu ihr, ein Gesicht. Anja Rützel schreibt Bücher und schreibt für die Zeit, für den Spiegel, Spiegel Online und ist bekennender Tierfan auch, trägt auch einen Hoodie mit Dogs. Ich habe gerade eben, so als ich dran vorbeiguckte, so ein bisschen der Schriftzug der Doors eigentlich. Eigentlich müsste das The Dogs heißen, dann würde man schon, okay. So, wir steigen ein. 1973 bist du in Würzburg zur Welt gekommen, aber ich habe dich in einem Gespräch sagen hören mit einer gewissen Vehemenz, ich bin mal keine Würzburgerin. Nee, Entschuldigung, das wäre viel zu urban. Also ich bin schon ein Dorfkind. Und was für ein Dorf denn? Burgsen heißt das. Burgsen? Burgsen, das ist im Landkreis Main-Spessart und es ist gerade noch Franken und fast schon Hessen. Okay, und ist das so ein Bullabü-hübsches Naturdorf oder? Es ist verhältnismäßig schön. Also es hat nicht so, also manchmal gibt's in Franken ja schon auch diese völlige Tristesse so auf dem Land. Ich finde es relativ schön, so 2000 Einwohner hat es. Wenn du jetzt jemanden nach Burgsen schicken. Burgsen. Also kommt daher, dass es steht dort eine Burg, eine Wasserburg und der Fluss, der durchfließt, ist die Sinn. Na, dann hat sich auch meine Frage schon, wenn du jemanden da hinschicken würdest, um zu sagen, da ist was ganz Schönes, das ist diese Wasserburg wahrscheinlich, die sehr schön ist. Die ist richtig runtergekommen. Also die ist echt kurz vor Abwrackung. Ach. Aber es ist die zweitwaldreichste Gemeinde Bayerns oder so. Also es gibt wahnsinnig viel Wald und Natur und schön. Kühe. Und es ist wirklich schön. Du hast einen Bruder und eine Schwester. Mhm. Und bist nicht besonders gerne in den Kindergarten gegangen? Nee, ich fand es lästig und störend, weil ich war so ein super introvertiertes Kind, ganz schüchtern auch. Und ich fand mich immer so ein bisschen behelligt davon, dass ich jetzt zu anderen Kindern gehen sollte und mit denen, also meine Horrorvorstellung war wirklich Vater, Mutter, Kind in der Puppenküche. So. Und hast du das mal gespielt und hast dann... Also ich fand es immer von den anderen Kindern wirklich komisch. Es gab da so eine Ecke, ne, wo man die so eingerichtet war wie eine kleine Wohnung quasi in diesem Kindergarten und da hat man das so gespielt und ich dachte immer, bitte nicht. Und ich habe auch immer ganz viel Krempel mitgeschleift in den Kindergarten. Also fast so, als würde ich ins Büro gehen eigentlich. So ein Buch zum Reinmalen und mein Elliot, das Schmunzelmonster Plüschtier. Und weil ich einfach meine Sachen bei mir haben wollte. Und der Kindergarten war auch so am Ende der Straße. Und ich dachte immer, wieso denn? Ich kann doch einfach hier sitzen und machen. Ich muss doch da gar nicht. Unbedingt. Da warst du für dich. Ja. Und sind deine Geschwister älter oder? Ich bin die Älteste. Du bist die Älteste. Und wenn es jetzt so Familien oder wenn es dann irgendwann Familienfeiern gegeben hat, wurde das dann auch so thematisiert? So, jetzt kommt die Anja, aber die Anja, die geht auch gleich wieder. Die ist nicht so gerne mit anderen? Nee, also ich glaube, es war jetzt nicht so, dass es unbedingt aufgefallen ist, weil ich habe es dann ja gemacht. Also ich hatte auch Freunde als Kind und sowas und ich war auf Geburtstag, Kindergeburtstagsfeiern und so. Aber ich glaube, so im Rückblick, ich fand es dann auch immer ganz gut, wenn ich dann wieder daheim war und das Topfschlagen ein Ende hatte. Gab es eine Sache, die du dir als Kind immer extrem gewünscht hast? Es ist natürlich ein bisschen vorhersehbar, aber es war tatsächlich der Hund. Der Hund. Also das war so eine Sache, im Nachhinein ist es mir auch ganz rätselhaft, wo das herkommt, weil niemand in meiner Familie hat so diese riesige Tierliebe. Und auch, ich meine, meine Mutter hatte Angst vor Hunden. Wir sind eher weggegangen von Hunden, wenn die uns begegnet sind. Und ich war ja auch super ängstlich, aber vor Hunden, egal wie groß sie waren, hatte ich nie Angst und wollte... Ich dachte immer so einen, ach, wie schön wäre das, ich hätte einen Hund. Hast du dir denn mal einen geliehen? Man kann ja ohne. Ja. Ja. Ich war tatsächlich mit so einem uralten Schäferhund namens Condor, der wirklich so unkondormäßig war, weil der konnte auch nicht mehr so. Die letzten Tage des Condor. Ja, wirklich. Also ein tristes Tier, glaube ich. Aber mit dem bin ich immer Gassi gegangen. Und ich weiß noch, dass ich super stolz war, weil ich dachte, das ist ein Schäferhund. Ich meine, ich war da in der ersten Klasse, das weiß ich ja. Der war ja auch groß und ich habe mich gar nicht gefürchtet und bin mit dem Hund da so gegangen. Und das war für mich total toll, dass der Hund dann, also der konnte jetzt nicht mehr irre viel Freude zeigen, glaube ich, aber der fand es auch gut und er mochte mich so. Und das war für mich ein ganz starkes Erlebnis, zu sehen, dieses Tier reagiert auf mich sozusagen.
Wir können die Teens nicht leugnen. Wir müssen kurz darüber sprechen, dass sie gerade eben gelaufen sind. Eine Berliner Band, eine deutsche Berliner Boyband. Ich weiß nicht, wann, hast du so Jahreszahlen im Kopf, wann die gegründet wurden? Nee, sich gegründet ich glaube, haben? ich war eigentlich fast ein bisschen zu klein dafür, glaube ich, die gut zu finden. Habe ich so vage im Kopf. Und das war aber so meine erste Pop-Crush-Erfahrung. Die sind ja auch überall aufgetreten. Es gab ja damals so Sendungen, die man, wenn man Glück hatte als Kind, noch ein bisschen, wo man noch ein bisschen mitgucken konnte. Und da waren die auch, ich meine mich daran auch zu erinnern, so der große Preis oder irgendwas. Und dann sind da halt diese, weil die auch irren Erfolg hatten. Das waren 5 Jungs und wir kriegen sie auch namentlich, selbst ich kriege sie namentlich noch zusammen. Es gibt auch so ein tolles Lied, wo sie am Anfang auch sagen, ach ja, We Are The Teens. Das ist das Lied, wo sie am Anfang sagen, hi, I'm Robbie. My name is Uwe. I'm Alex. Und dann zählen sie das so auf und deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass ich Tag und Nacht an die Teens denke, aber ich hab's trotzdem immer noch im Kopf. Du hast jetzt aber 2 ausgelassen und ich weiß noch, wer es war. Micha, der Schlagzeuger. Meine Freundin Bettina fand den super. Und Jörg, der als erster so einen Pflaumen hatte, was mich befremdet hat, weil das war so, da war halt kein Junge mehr, sondern der war deutlich sichtbar schon irgendwie so ein Mann im Gegensatz zu zum Beispiel jemandem wie Alex. Der hatte volle dicke Haare, ein bisschen zu langen Pony und war Bassist, cool. Der hatte den perfekten Pony und es ist die Wahrheit. Neulich habe ich überlegt, ob ich mit einem Foto von ihm zum Friseur gehen soll, weil ich bin so ein bisschen streng mit meinem Pony, deswegen ich habe gerade gar keinen wegen, weil ich Corona habe. Gar keinen würde ich Ihnen nicht. Das ist eigentlich kein Zustand im Moment. Aber so ein Alex Pony wäre mein absolutes Ideal. Und ich weiß auch noch, mit Jörg ging es mir auch so. Ich weiß noch, dass ich als Kind dachte, der fährt bestimmt so ein frisiertes Mofa. Ja. Ja. Das fand ich nicht, war mir zu wild. Ja. So. Ging zu weit. Das war genau. Und Uwe hatte eine Dauerwelle. Uwe Schneider. Das ist einfach so. Und Robbie, der Sänger, der war so ein bisschen blass immer und hatte so einen extremen Seitenscheitel, das weiß ich noch, und war, glaube ich, der Kleinste. Mhm. Die hatten auch, ich habe neulich ein Foto von ihnen gesehen, da hatten die wirklich, die hatten ja klitzekleine Hosen an. Die waren ja alle unfassbar dünn, das waren ja klitzekleine Buben, glaube ich, eigentlich im Nachhinein. Aber die waren so die ersten, wo ich dachte, also wo ich so entdeckt habe, die Praxis des Anhimmelns. So. Hattest du ein eigenes Zimmer, sodass du auch eigene Poster aufhängen konntest? Ja, aber ich hatte keine, also ich habe ganz spät mal eine Bravo gekauft, weil das dann doch als verrucht galt. Ich hatte kein Teens-Poster. Nee. Ich habe dann, als ich Poster angefangen habe, das war dann schon die Aha-Zeit. Verrucht, du bist ja auch auf eine Mädchenklosterschule gegangen. Und die Biobücher, die Aufklärungsbücher, da waren die nackten Menschen waren überklebt. Ne? Ja, es gab, glaube ich, in der 6. Klasse, wo man dann, ich glaube, da war das so im Lehrplan, da gab es ein Bild von einer nackten Familie im Biobuch und das hatten die Klosterschwestern mit Prittstift und ausgeschnittenem Zensurpapier quasi abgeklebt. Das ist unglaublich, oder? Das ist ziemlich irre. Also ich war da nicht im Internat, zum Glück. Ich bin halt da jeden Tag hingefahren und wieder zurückgefahren. Das war aber, ich hatte quasi in der nächstgrößeren Stadt gab es die Wahl, so ein wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium oder neusprachlich. Mhm. Neusprachlich waren halt die Klosterschwestern. Und ich bin da gar nicht gelandet wegen besonderem Sprachtalent, sondern weil meine Eltern, glaube ich, dachten, Mädchen macht besser was mit Sprache, was im Nachhinein jetzt auch okay war. Zumindest das hat sich bewahrheitet. Was es mit deiner Sexualität gemacht hat, das weiß ich nicht. Das, I blame the Mädchenbildungswerke Münden am Main. Die Spider-Murphy-Gang hast du mitgebracht, aber jetzt nicht der erwartbare Song, sondern Pfürt die Gott Elisabeth. Warum? Weil ich wurde neulich mal gefragt, woher das so kommt, also oder wie ich meinen Stil entwickelt habe oder meine Liebe zur Sprache und dass ich mich gern damit befasse. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte, das eine ist tatsächlich, sagen wir es mal so, wir sind hier alle knapp an Mike Krüger vorbeigeschrammt. Weil eigentlich wäre auch eine Wahl gewesen, Mein Gott Walter. Weil da habe ich, also bei Mein Gott Walter fand ich diese Reimtechnik so toll. Mhm. Weiß ich noch, das war für mich als Kind unerhört, dass man diesen Reim macht. Also der Walter aus dem Lied wird beerdigt und sie reimen in dem Lied Walter auf den Boden knallter. Stimmt, ja. Nämlich der Sarg, der den Trägern aus den Händen gleitet. Und das dachte ich als Kind, was ist denn da los? Das kann man machen mit Worten. Und das weiß ich noch, fand ich toll. Ja. Und bei Pfürt die Gott Elisabeth fand ich ganz toll, diese Idee zu sagen, also diese Gleichförmigkeit, das ist ja immer ein Mädchenname, der genannt wird und dann was
Amoröses mit dieser Frau passiert ist. Und das fand ich toll, zu sagen, es ergibt so diese Struktur und es wird aber immer wieder neu gedacht. Das fand ich, dachte ich mir, ist es vielleicht die größte dichterische Meisterleistung? Also in anderen Worten dachte ich das. Gibt es eigentlich was, was witziger und toller sein kann als dieses Lied? Dachte ich mal ein Weilchen. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Anja Rützel, eben gerade mit der Spider-Murphy-Gang. Und wenn ich nochmal eine Frage zu der Mädchenklosterschule stellen dürfte, also das eine ist ja so diese Prüderie, dieses Verklemmte, wo ich jetzt wirklich, ich habe so ein bisschen im Scherz gesagt, aber ich habe zwei weitere Freundinnen, die auf so Klosterschulen gingen und die wirklich richtig arbeiten mussten, um dieses Bild dieser versteckten Sexualität irgendwie rauszukriegen. Also ich will natürlich jetzt hier nicht in deine Intimsphäre einbrechen. Ich pack gleich aus. Na gut, okay. Aber gab es noch andere Restriktionen, an die du dich erinnerst, wo du merktest, das musstest du erstmal bei dir selbst umstöpseln. Ich stelle mir das vor wie so eine diese alten Telefonzentralen früher, wo man so manuell Sachen neu miteinander verbinden musste. Ja, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, also so im Rückblick, wenn ich drüber nachgedacht habe, was diese Schule mit mir angestellt hat, dass das so, es war so eine Art Deal. Also es gab diese totale, Prüderie ist das richtige Wort, auch es gab auch Richtlinien, wie kurz ein Rock sein durfte und so, was man da anziehen durfte. Obwohl ja eigentlich außer den männlichen Lehrkräften, die es auch gab, niemanden gab, den man hier hätte ansexen können, waren ja keine Jungs da. Aber der Deal war halt so ein bisschen, das war natürlich alles übel. Aber auf der anderen Seite glaube ich, also ich bin jetzt überhaupt nicht mathematisch begabt oder Physik, hatte ich auch immer mehr so vage Ahnung, wie alles funktioniert. Aber das war, glaube ich, schon im Prinzip eine gute Sache, dass es da, dadurch, dass keine Jungs da waren, dass es nie dieses Gefälle gab, zu sagen, ihr seid Mädchen, ihr seid mehr sprachbegabt. Mhm. Und also obwohl es so eine quasi ne, Sprachen im Zentrum waren, gab es nie dieses das ist eh nichts für euch oder versucht mal so halbwegs klarzukommen, sondern es gab echt richtig Cracks bei mir in der Klasse, Mädchen, die halt super waren in Mathe und Physik und das wurde überhaupt nicht in Frage gestellt. Das ist ein guter Punkt und das da fällt mir ein, Colleen Ullmann Fernandez hat eine Reportage gedreht, eine zweiteilige Reportage, No More Boys and Girls. Ich glaube auch, dass sie noch im Podcast, im Hörbar-Podcast zu hören ist. Ich weiß auch, dass diese Reportage noch einige Zeit in der Mediathek zu finden ist. ARD oder ZDF, ich weiß es nicht mehr genau. No More Boys and Girls. Und es hat so viel Spaß gemacht, das zu sehen. Die war super, ich habe die auch gesehen. Ich weiß, dass viele Eltern jetzt so ihr Gesicht verziehen und sagen, oh, diese Gleichmacherei, es muss doch nicht jeder Mensch gleich sein. Es muss nicht jeder Mensch gleich sein. Aber ich glaube, man tut vielen Menschen, egal ob es Jungs sind oder Mädchen, einen Gefallen, wenn man sie nicht von vornherein schon in bestimmte Richtungen lenkt, sondern einfach mal schaut, wie sie sich entfalten. Und in dieser Reportage, wenn du dich erinnerst, es gibt diese Hau den Lukas Situation, weißt du das noch? Ich glaube, wo es drum ging, warte mal, die sind in der Klasse und es ist eine Grundschule, die sind in der zweiten Klasse maximal, glaube ich, ne? Und ich glaube, wenn die Jungs dann draußen sind. Genau, sie sollten sich erstmal, also es geht so eine Hau den Lukas Figur wird aufgebaut und erstmal sollten sich alle Kinder selbst einschätzen und in eine Reihe stellen, vom Besten bis zur Schlechtesten. Ja, ist eine gemischte Klasse. Und natürlich, ganz erwartbar, stehen auf den hinteren Reihen nur Mädchen, die auch denken, ja, ich schaffe nur eine 2 oder eine 3, auf gar keinen Fall die 10 und so, ne? Und die
Jungs vorne machen das und hauen drauf und manche schaffen es, manche haben sich zu gut, manche sich zu schlecht eingeschätzt. Und dann ist große Pause und alle sind raus. Und aus irgendeinem Grund gehen die Mädchen wieder rein und das Kamerateam kommt erst einen Tick später dazu. Das ist nicht gescriptet und nicht geplant gewesen. Und die Mädchen machen das untereinander nochmal. Stimmt, das war nicht mal quasi überhaupt so geplant, nicht. Ne? Mhm. Genau. Und dann plötzlich sieht man, dass die so über sich hinauswachsen. Also, dass sie von diesem Druck befreit, so beurteilt zu werden oder sich in ihrer eigenen geschlechtlichen Rolle irgendwie wiederfinden zu müssen. Plötzlich wachsen die Mädchen so über sich hinaus. Und das ist tatsächlich einer der Vorteile. Früher dachte man so, ach, Schuluniformen sind doch Quatsch oder nur Jungsschuhen oder Mädchenschuhen sind doch Quatsch. Inzwischen kenne ich die Argumente dafür auch. Also ich muss sagen, das weiß ich zumindest, dass wenn ich jetzt, wenn es in mir gewesen wäre, Astrophysikerin zu werden, alles wäre ja, also hätte möglich sein können, dann wäre ich nicht eingeschüchtert gewesen davon, dass ich denke, aber Jungs sind doch technisch viel besser und also das wäre drin gewesen, komischerweise. Ich glaube aber, da war meine Schule unabsichtlich modern. Ich glaube, das war nicht wirklich irgendwie ein großes Ziel, jetzt hier Mädchen zu fördern. Okay. Und ihr habt Schreibmaschine schreiben gelernt. Oh Gott. Ja, weil also irgendwo dachte man ja schon, naja, vielleicht landet man ja doch in einem Vorzimmer. Also ich hatte ein Wahlfach Steno, hatte ich. Steno musst du, glaube ich, für manche noch erklären. Stenografie, also quasi so, wenn der Chef mich jetzt, ich muss ein bisschen lachen, ich hätte eine interessante Sekretärin abgegeben, glaube ich. Also wenn der Chef quasi zum Diktat bittet, dann wäre ich gekommen mit meinem Blöckchen und weil er ja so schnell spricht und ich nicht ganze Worte hätte mitschreiben können, da gibt's quasi so eine... Eine Kurzschrift. Kurzschrift heißt es eigentlich. Dass man so, ich glaube, so Haken und... also es, wie so Lautmalerei, wie so Kringel und so weiter. Genau, ja, genau. Kringel und Striche eigentlich. Und da war ich im Wahlfach, also sicherheitshalber hat man das nochmal auch gelernt. Und im Wahlfach Schreibmaschine. Und im Wahlfach Schreibmaschine war eine Übung ist mir wirklich im Gedanken geblieben. Wir sollten so im Takt schreiben, um Tempo, um Fahrt aufzunehmen quasi. Und dazu wurde Maschmusik. Maschmusik gespielt und Fräulein Oswald, die auch wirklich, muss man so sagen, ein bisschen so war, wie man sich eine Schreibmaschinenlehrerin am Mädchengymnasium vorstellt, am Klosterschule, die rief dann immer F, F, G, 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 J und dann tippten wir alle. Mein Gott, am Ende bin ich noch gut davon gekommen mit allem, wie das so ausgegangen ist. Und 10 Finger ist eine super Sache. Kann ich natürlich nicht, ne? Ich schreibe alles mit 2 Fingern. Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist so einfach. Also jeder, der das lernen möchte, nehmen Sie sich nur ein Wochenende Zeit und so ein Buch. Und das klappt. Es geht wirklich. Es geht viel einfacher, als man denkt. Ich habe so eine Mischform. Also nicht unbedingt 2 Finger, aber auch nicht 10. Okay. So, wir hören Pulp. Warum? Dogs are everywhere, heißt der Song. Also Pulp ist neben Take That meine zweite große Liebe und ich liebe Jarvis Cocker, den Sänger, weil der so eine außergewöhnliche Sexiness hat, die gar nicht in das Spektrum von dem passt, was man als sexy vielleicht kategorisieren würde. Wie ist er denn? Er ist lang und schlaksig und ungelenk und irgendwie schräg und trug früher komische Korthosen, eine riesige Brille, die in mir den Ehrgeiz geweckt hat, eine Brille zu finden, die noch größer ist als seine. Und ist unfassbar. Ist der coolste Mann wahrscheinlich auf der ganzen Welt, immer noch für mich. Dogs are everywhere. Almost everywhere that I go, they have too much and then they have too much again and then more. They leave their scent behind them everywhere they go. Dogs are everywhere that I go. Dogs are everywhere. Pulp waren das. Dogs are everywhere. Zu Gast ist heute die Journalistin und Autorin Anja Rützel, die so toll mit Sprache umgehen kann. Was ist denn, wenn das Gehirn Stravanzen geht? Wenn das Gehirn Stravanzen geht, dann kommen Ideen angeflogen, von denen ich gar nicht richtig weiß, wo die jetzt
erscheinen. Und meistens ist es eine Situation, wo ich denke, ah nein, ich habe gerade nichts zum Aufschreiben. Aber du hast immer wahrscheinlich ein Smartphone, wo du deine Sachen dann aufsprichst als Sprachnachricht für dich selbst? Ich mache mir Notizen, Memo. Ich tippe und weiß, also ich habe manchmal so alle paar Monate lese ich meine Notizen durch und denke mir, okay, ich habe nicht mehr die geringste Ahnung, was das bedeutet. Also gestern erst wieder habe ich irgendwie gedacht, ich dachte, was? Und inzwischen kann ich sogar ausschließen, dass ich das betrunken aufgeschrieben habe, weil früher, als ich doch noch öfters mal ausgegangen bin, habe ich mir dann nachts bedeutungsschwere Notizen gemacht mit ganz vielen Konsonanten, die gar nicht dahin gehören. Und dann habe ich gedacht, aber es manchmal wirkt es wirklich so, als wäre ich oft stark betrunken, aber ich mache mir dann kurze Notiz und vergesse sofort, was los. Und trotzdem, ich mache das auch und bei manchen denke ich, ja, das ist witzig und bei anderen denke ich auch, das ist überhaupt nicht witzig und außerdem verstehe ich es nicht. Ja. Trotzdem war bei der Situation, als ich mal dachte, mein Smartphone wäre weg, ich hätte es verloren, war die Vorstellung, das war fast das Schlimmste, dass jemand, der das Ding knackt, die Telefonnummern, ja, okay, aber dass jemand meine Sprachmemos abhört, also meine ganz persönlichen Gedanken, die ich mir so gemacht habe, das war mir total unangenehm. Ja, da, also so persönliche Dinge, die schreibe ich tatsächlich noch in Notizbücher. Ich habe 1 Milliarde Notizbücher. Ach, endlich mal jemand, der tatsächlich auch welche hat. Ich kenne immer nur Menschen, die Notizbücher verschenken, weil ihnen nichts anderes einfällt. Nee, das ist ganz schlimm. Ich habe auch für dieses Jahr mir befohlen, keine weiteren Notizbücher mehr zu kaufen, weil ich habe auch ganz viele leere, aber ich habe auch ganz viele volle. Aha. Und ich schreibe die wirklich voll. Und deswegen ist es mir immer, also wenn ich so unterwegs bin, dann mache ich mir eben diese Handy-Notiz, aber eigentlich würde ich am liebsten handschriftlich irgendwo reinschreiben. Ich bin da eine alte Tante. Mit einem Kugelschreiber oder mit einem Bleistift? Mit ganz teuren japanischen Feinlinern. Ich habe auch so eine Schreibwarenobsession und bestelle mir dann in Japan oft exzentrische Schreibgeräte. Also nicht, dass es mich wirklich erstaunt, aber okay. Und in diesen, und du hast auch diese Schlaufen, diese Stiftschlaufen an der Seite, ja. Weil ich musste sehr alt werden, um herauszufinden, dass man die nämlich auch, das als kleiner Tipp für sie da draußen, die sie zwar diverse Notizbücher haben, aber immer denken, ja, mir fehlt hier die Stiftschlaufe, die kann man gesondert kaufen und einkleben. Genau, kann man reinkleben. Zack, hast du die Möglichkeiten. Mhm. Ja. Ich klebe mir zum Teil auch Lesebändchen, in Notizbücher rein. Aber ansonsten hast du eigentlich, glaube ich, keine Marotten oder sowas. Nein, also ich kann von mir erfreulicherweise sagen, dass ich sehr, sehr schrullenfrei bin. Da ist nichts. Bist du das wirklich? Ich habe das neulich behauptet bei einem Freund und der hat einfach schallend gelacht und hat gesagt, das ist wirklich falsch. Also was ich von dir, wir sind uns ja heute zum ersten Mal begegnet, was ich von dir aus meiner spärlichen Vorbereitung weiß, ist, dass du, und das hast du sofort unter Beweis gestellt, goldene Schuhe sammelst. Ja. Du sitzt hier in goldenen, sind das Sneakers, sagt man so? Kai Pflaume würde sagen, es handelt sich um Sneakers. Oh Gott, bin ich wie, also. Nein, es sind Sneakers. Also erklär mal kurz diesen Kai Pflaume. Ich weiß es ist auch das, nicht. Ist das moderne Sprache, dass man zu Turnschuhen Sneakers sagt? Ist das so anbiedernd, dass ich das gesagt habe? Nee, also ich sag tatsächlich auch auf Turnschuhe. Was ich dann auch sehr lustig finde, weil niemand läge mir ferner als zu turnen. Schon gar nicht in meinen herrlichen goldenen. Ich habe mir das sind meine liebsten goldenen Schuhe. Die habe ich heute für dich angelegt. Ich habe ja diverse Modelle. Wie kommt das? Hat das als Kind, als kleines Mädchen angefangen oder hast du da als Erwachsener mit begonnen? Gar nicht. Es kommt so ein bisschen daher, dass ich so eine ansonsten ziemlich spektakuläre Uniform habe, die ich so im Alltag anhabe. Eigentlich fast so ähnlich wie das, was ich jetzt anhabe. Also ich habe meistens dunkelblau und schwarz an und nichts wirklich, was flashy wäre. Und dann dachte ich mir so, aber eigentlich fühle ich mich viel extravaganter innerlich. Und dann dachte ich mir, vielleicht wenigstens goldene Schuhe. Und außerdem, ich finde es immer lustig, wenn man so Leute kategorisiert. Also die man auf der Straße oft sieht, dann machen bestimmt viele Leute. Also ich mache das, dass man dann den Leuten so Namen gibt. Und dann fände ich es irgendwie cool, wenn ich für manche Leute, die mich in der Straße immer sehen, sagen, die Frau mit den goldenen Schuhen. Das wird so sein. Es könnte noch sein, dass du die Frau mit dem großen Hund bist. Mit dem komischen Hund. Hat ein Kind mal zu laut zu seiner Mutter gesagt, da ist wieder die Frau mit dem komischen Hund. Was nicht stimmt, was wirklich nicht stimmt, weil ich habe Juri kennengelernt, der ist auch hier. Das ist ein bildschöner, wenn das ein Typ wäre, würde ich mich sofort in den verlieben. Wirklich ein bildschöner, guter, schlauer Hund. Ja. Das ist er. Gibt es so einen Kleidungsstil, von dem du dir immer gewünscht hast, er würde zu dir passen? So Klamotten, die du kaufst und dann aber nicht anziehst, weil du magst, das bist du nicht? Ja, so wallende Kimono-Jacken.
Kimono-Jacken? Aber das ist noch, also so lange fließende, also nicht ein Kimono zum vorne zuschnüren. Wie so Morgenmäntel oder ja, wie? Ja, davon habe ich, aber ich fange jetzt auch an, die zu tragen. Ich habe einen, der ist goldplissiert und irgendwann kommt der Tag. Irgendwann ist es soweit. Ich habe, aber davon habe ich ganz viele und damit die ziehe ich tatsächlich zum Morgengassi. Da gehe ich dann die Allee, in der ich lebe, und also, entlang. Wenn du die so kaufst, siehst du dich dann in so einem Setting? Also siehst du dich, ist das ein sonniger Tag und es ist Nein, ganz warm düster draußen? Düster ist es. Ich mag nicht so gern Sonne. Also es ist eher so windig, damit der auch weht. Das ist ja so ein leichtes Material. Ich verstehe jetzt immer besser, warum die Leute sagen, die komische Frau. Ach nee, sie sagen ja. Ey. Nee, okay. Also das ist sowas, wo ich denke, aber ich glaube, da wachse ich auch noch rein. Ich habe ja echt auch noch große Hoffnung für mein Alter. Ich weiß, das ist ein ganz muskulöses Thema bei dir. Da darf man nicht den Fehler machen zu glauben, dass da nur ein Satz kommt, sondern da kommt ein perfekt geschnürtes Package. Da kommen wir ja sicherlich im zweiten Teil der Hörbar drauf. Ich finde es interessant, weil diese wehenden Morgenmäntel, da habe ich auch so zwei von gekauft in der Fantasie. Es hätte sowas Salongiges an einem Sommermorgen, genau. So luftig. Aber wenn man einen Hund hat, geht man ja vorher wirklich raus. Und das würde ich jetzt tatsächlich nicht in diesem Lufti-Lufti machen. Und ihn dann nochmal anzuziehen, obwohl genau. Der Tag eigentlich schon begonnen hat, weil man draußen war und die Zeitung geholt hat, finde ich, verlogen sich selbst gegenüber. Es ist halt dieser Zwiespalt, ich denke mich in den Kimono, aber die Wahrheit ist die Fleecejacke. Das ist so. Ein Kimono aus Fleece würde zwar nicht so fliegen, ja, aber er würde vielleicht, er wäre der Hybrid zwischen deiner Fantasie und deiner Realität. Ja, aber ich finde, das ist genauso dieses zu sagen, ich ziehe diese Jacke an mit den weiten Ärmeln und es hat so was leicht Nachlässiges, aber auch trotzdem Elegantes, weil es kann aber alles noch passieren. Du weißt, dass es nicht passiert. Du weißt, bestimmte Sachen ändern sich wahrscheinlich ja, nicht wahrscheinlich mehr. Nicht. Gut, aber es ist auch vielleicht besser. Ich glaube, wahrscheinlich ist es realistischer, dass ich im Alter mehr so Queen Elizabeth-artig werde. Die ist ja sehr selbstdiszipliniert. Also modisch, meine ich. Ach so. Also ich habe mir eins ihrer Halstücher nachgekauft. Also sie hat ja also ganz viele, sie ist ja angeblich der Mensch mit der größten Sammlung von Vintage Hermes Kopftüchern. Und die schon Vintage sind? Oder hat sie die noch damals waren sie modern, jetzt sind sie Vintage? Ich glaube, sie würde rum. Ja nicht. Sie würde nein. Ja niemals ein gebrauchtes. Nein. Ach, guck mal. Ich und was ist so besonders daran? So ein Hermes-Tuch? Was ist da? Sind das Muster? Oder? Ja, ja, also ich habe eins mit große Überraschung jetzt mit Hundeköpfen drauf nachgekauft. Ich mag so diese Vorstellung, also ich bin ja auch so ein riesiger Barberjacken-Fan und so, der, wo ich manchmal kleide ich mich auch so, als wäre ich britische Landadlige, die gerade mal nach den Ponys schaut. Gut, ich brauche einen Break. I need a break. Du hast gefragt, ja, glaube ich. Ja, ich finde, dass ich, Kreisky, Dow Jones hören wir jetzt und das ist eingebettet, du hast vorhin gesagt, du hast keine Ahnung von Physik, ja, und du hast auch nicht so ein mathematisches Fable, was jetzt umso erstaunlicher ist, weil du, ich glaube, dieser Song steht für eine Zeit, in der du bei der Financial Times Deutschland gearbeitet hast. Richtig. Dass es diese Zeitung nicht mehr gibt, könnte was damit zu tun haben, dass die Menschen, die da arbeiten, keine Ahnung von Mathematik haben. Oh ja, und auch, also meine wirtschaftlichen Kenntnisse sind auch extrem Sendung mit der Maushaft. Willst du noch was zu Kreisky sagen? Ich liebe Kreisky. Kreisky steht auch für meine Liebe zu Wien tatsächlich. Also wo ich immer denke, und das ist vielleicht was noch früher passiert als die Kimono-Sache, dass ich nach Wien mal ziehe. Mhm. Ich glaube, da fühle ich mich immer gut aufgehoben, wenn ich da bin. Und Kreisky hat so eine schöne Mischung aus Aggression und Nonchalance, würde ich sagen, die mir auch entgegenkommt. Und dann sagst du, um 4 sind wir sicher daheim. Ich sag, das möchte ich sehen, dein Glas ist ja noch voll. Du sagst, das stimmt, aber du trinkst das schnell. Hauptsache, sag ich, um 4 sind wir daheim. Dann hat dir dein Kollege den Dow Jones erklärt. Auf die falsche Annahme hin, dass mich das interessiert. Radio 1. Hörbar Brust. Die Autorin und Journalistin Anja Rützel ist heute hier zu Gast. 2017 jubelte die Taz, man solle das Dschungelcamp nicht ansehen, aber deine Texte lesen, weil du tatsächlich in deiner, ist das eine feste Kolumne, dass du darüber geschrieben hast? Blog? Es hat sich irgendwie so ein bisschen so entwickelt, dass Leute das so wahrgenommen haben. Tatsächlich waren es einfach Fernsehkritiken, die ich penetrant jeden Tag geschrieben habe. Okay. Also früher fiel das ja noch leicht beim Dschungelcamp, dass man wirklich jeden Tag was dazu sagen konnte.
Du hast ein Buch über Trash-TV geschrieben, deswegen diese Einleitung auch. 100 Seiten, glaube ich, 10 Euro. Ich möchte sowieso dazu raten, deine Bücher zu kaufen, weil das sind so teilweise auch so versunkene Schätze, auf die ich nicht gekommen wäre, wenn ich mich jetzt nicht auf die Sendung vorbereitet habe. Ich weiß schon, dass du sehr erfolgreich bist und dass du viele Fans hast, aber diese Geschichten müssen, glaube ich, von mehr Menschen noch gelesen werden, weil du dich auch sehr interessanter Themen annimmst, weil du so Selbstversuche machst, weil du so experimentierst, mit dem Leben so spielst. Aber bleiben wir mal bei dem Thema Trash-TV. Das hat sich ja in den letzten 20 Jahren extrem gedreht. Gibt's das jetzt noch so, wie es das vor 10 Jahren gab, dass so klar war, was Trash ist? Ja, es sind so fließende Übergänge. Also es gibt Sendungen, da ist es vollkommen eindeutig. Es hat sich interessanterweise im letzten Jahr ja total zugespitzt. Also es wurde wahnsinnig drastisch. Also es gab jetzt Hilf mir mal, weil ich gucke das gar nicht mehr. Also es gibt so Formate wie Promis unter Palmen. Das war letztes Jahr so der große Skandal, wo auch ich habe eine wirklich große Schmerzgrenze, glaube ich, was solche Sachen angeht. Aber da habe ich zum ersten Mal auch einen Text geschrieben, wo ich aufgefordert habe, das Finale davon nicht zu gucken, weil da Mobbing auf eine Art als weiß ich nicht, nicht verherrlicht wurde, aber doch als belachens- und beklatschenswert dargestellt wurde, dass ich dachte, dafür will ich mit meinen Texten jetzt auch nicht stehen oder das ist nichts, wo ich sage, juhu, Trash ist so toll, was ich prinzipiell glaube, aber eben nicht in jeder Form und nicht um jeden Preis. Und letztes Jahr wurde es irgendwie so ein bisschen drastisch, hatte ich das Gefühl, und ging so in ein paar Formaten richtig ans Eingemachte, wo man Sachen gesehen hat, wo ich dachte, wow. Was ich auf der anderen Seite, zum Beispiel im Sommerhaus der Stars, das hast du dann wahrscheinlich auch nicht geguckt. Nee, also Promis also, unter Palmen, ist das diese Nacktinsel? Das kann ich ganz, also da. Du musst immer noch einen erklärenden Satz dazu sagen. Also bei der Nacktinsel muss ich, kommt nochmal der Bogen von der Klosterschule, vielleicht ist die Schuld, dass ich das ganz schlecht ertrage. Aber ich pack's auch schlecht, es gibt ja so gewisse Theaterschauspieler auch, die sich penetrant ausziehen, die so einen Ausziehdrang haben. Und lass mal stecken. Das halte ich ganz schlecht aus. Also wenn mir so ungebeten Glieder präsentiert werden, das mag ich nicht. Und das ist deswegen gucke ich die Adam sucht Eva, heißt die Nacktsendung, wo sich Leute nackt kennenlernen. Oh, wow. Sommerhaus der Stars ist, das sind Paare, die eingesperrt werden in einem... Die im echten Leben zusammen sind. Genau, und davon ist immer, also meistens so, dass ein... Paarteil ist so eine Trash-Persönlichkeit aus anderen Trash-Formaten und die andere ist halt, ich wollte gerade sagen, eine normale Person, also halt eine weltliche sozusagen. Mhm. Und das macht das so interessant und deswegen ist das auch mein Lieblingsformat, weil diese Trash-Leute sind ja inzwischen hochprofessionalisiert. Die sind in dem einen Format, die sind vielleicht Kandidatin beim Bachelor. Dann kriegen sie den Bachelor nicht ab, dann kommen sie aber in das Format Bachelor in Paradise. Da versucht man, ich bin gerührt, du bist ja gar nicht verdorben noch. Na, das würde ich nicht sagen, aber tatsächlich, es hat was da, also das, ich habe früher auch das Dschungelcamp hin und wieder geguckt. Was ich irre interessant finde, sind so diese, das haben wir auch kurz in der Sendung mit Ina Müller schon besprochen, so diese Psychodynamiken, ne? Wie sich eine Gruppe jemandem öffnet, verschließt und was da so passiert. Dieser ganze Sadomaso-Kram mit Hoden, Lecken, Essen, das ist mir nix so. Ne? Das ist der langweiligste Aspekt von allem. Also ich finde diese Dynamiken schon gut, aber tatsächlich glaube ich, so alle müssten mal der Herr der Fliegen sehen und danach noch entscheiden, ob sie tatsächlich sich das alles antun wollen. Ich bin aber beeindruckt, wenn du mir jetzt auffächerst, wie viele Formate es gibt, weil ich mich natürlich frage, woher diese Leute, ist es so ein Pool und der kreiselt. Also die reisen dann quasi von Format zu Format. Wie viele sind das? 60 Persönlichkeiten, 100? Ach, ich würde jetzt einfach mal sagen, gefühlt sind das wirklich sowas wie 60, weil die fallen dann ja immer wieder raus, wenn sie einmal durchgetingelt sind und im Idealfall ganz oben im Dschungelcamp angekommen sind, dann kann danach eigentlich fast nichts mehr kommen. Und dann ist es, und das Sommerhaus ist halt so toll, weil durch diese Tingelei werden die natürlich immer abgezockter. Also die wissen dann genau, wie stelle ich mich da als Trash-Person. Okay. Und beim Sommerhaus ist aber das Tolle, dadurch, dass da immer noch der Partner dabei ist, der in der Regel, also manchmal gibt es auch Trash-Paare, ne, wo sich zwei finden, aber meistens ist es so, und das ist so toll, dass quasi der Lebensgefährte, Lebensgefährtin dabei ist und die haben überhaupt gar keine Erfahrung damit und triggern aber gleichzeitig diese abgezockte Person auf eine Art und Weise. Fällt dir da jetzt gerade eine Situation ein?
Naja, es ist halt dann, das Tolle am Sommerhaus ist, dass es so episch ist. Also man kann das ganz schwer, das fächert sich richtig auf wie so ein Tableau. Also man kann ganz schwer eine Situation sagen, das entwickelt sich dann. Du bist richtig dabei, wie sie am Anfang noch versuchen, sich zusammenzureißen. Ne? Dann sagt er zu ihr jetzt, reiß dich mal zusammen hier und so. Und dann fallen die aber in diese Muster, wo du genau siehst, so streiten die halt auch zu Hause. Oder das sind die Punkte, darum hassen die sich eigentlich abgrundtief und können es nicht zugeben und so. Ich liebe das. Ich ahle mich in diesem Ding und denke mir, weil ich bin ja gerne allein und muss mich dafür ja oft erklären. Ja. Und ich denke immer, ihr müsst euch eigentlich erklären. Also wieso ist dieser Paarzustand, wieso ist das Normale, wenn es doch eigentlich oft einfach komplett schrecklich ist? Ja, also ich bin ja auch jemand, der sehr gerne alleine lebt und auch, glaube ich, ich war länger nicht in Beziehungen als in Beziehungen. Also ich verschreibe mich keinem Prinzip. Also wenn ich mich verliebe, super, ne? Passiert halt einfach sehr selten. Aber was ich auch beobachte, ist, dass Menschen aus Angst vorm Alleinsein in Partnerschaften und Ehen stecken bleiben. Sie finden immer nur irgendeine Erklärung. Es ist so schwer, eine neue Wohnung zu finden. Es ist, weil die Kinder sind, oh, hör mal. Und wir sind finanziell so blablabla. Aber eigentlich siehst du, dass mindestens ein Part dieser Beziehung eigentlich längst abgeschlossen hat und unglücklich ist und die Haut ist schon ganz grau und sei es nur von innen und irgendwie möchte man mit keinem irgendwie so richtig tauschen. Also tatsächlich, das ist vielleicht der Zustand, das ist auch eine Typfrage. Dann sehe ich wieder Partnerschaften, wo sie sich dann wieder, wo sie so einen Bogen kriegen und sich arrangieren, wo ich denke, es ist gut, dass ihr zusammengeblieben seid, ihr habt an euch gearbeitet, das ist gut. Und ja, also insofern, ich kann das schon nachvollziehen, was du da siehst. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man sich manchmal für dieses Alleinsein genau wie für Nicht-Alkohol trinken komischerweise rechtfertigen muss, ja. Und das sind halt die Momente, weil ja manchmal schreiben dann ja auch Leute, wieso ich mich mit sowas abgebe, mit diesem Trash-Fernsehen. Es ist immer noch irgendwie so ein bisschen mit Dünkel wird das angeguckt. Was ist denn Trash eigentlich? Das ist halt so die gute Frage. Also es ist, wo ich mir denke, eigentlich kann das wirklich auch wie ein gutes Theaterstück sein, wenn es gut gemacht ist. Wenn es schlecht gemacht ist, wahnsinnig inszeniert oder wo man merkt, da wurde jetzt im Cutterraum noch mit Gewalt irgendwas auf Krawall geschnitten und sowas, dann ist es Trash-Trash, dann ist es echt schlechter Trash. Was ist denn Trash? Das Problem ist, der Name bezeichnet ja nicht irgendwie ein bestimmtes Format, also wo man sagt, das ist eine Dokumentation, das ist ein Fernsehspiel, sondern ein Geschmacksurteil. Und das ist ja so. So wie Kitsch oder. Und das liegt halt dann extrem im Auge des Betrachters, wo man sagt, das ist schon Trash. Also für manche ist Let's Dance schon Trash, was ja eine hochqualitative Tanzsendung ist, die du sicher jeden Freitagabend dir auch anschaust. Ist nicht mein Geschmack, aber ich gestehe das anderen zu, klar. Und das ist ganz schwer zu sagen und es ist natürlich immer sehr vom hohen Schiedsrichterstuhl runter argumentiert, zu sagen, auf das gucke ich herab, das ist jetzt Schund. Also natürlich kann man sagen, gibt es so Elemente, wo man sagen kann, das sind typische, ne, Leute werden irgendwo, also so die klassische, das klassische Trash-Setting, Leute werden zusammen irgendwo eingesperrt und dann sind die da. Und dann guckt mal, was passiert. Das ist natürlich, das passiert selten bei Arte, sag man es mal so. Was bei dir, finde ich, nicht zu beobachten ist, aber wo du dich wahrscheinlich auch immer wieder legitimieren oder rechtfertigen musst. Ich finde nicht, dass das bei dir durch so eine Ironiemaschine geht, so, sondern du bekennst dich ja auch freimütig dazu, dass dir das Spaß macht. Du siehst bestimmte Elemente darin und das ist ja auch das ist ja auch legitim, dass man sagt, okay, ich schaue mir das aus irgendwelchen Gründen, das triggert irgendwas, ich finde es angenehm, es macht mir Spaß, das zu sehen, sonst würdest du es ja nicht machen. Und das andere ist aber, wenn das so wie ironisch tanzen, das nervt mich, wenn Menschen dann so alles in so Anführungsstriche setzen und eigentlich oder außen vermitteln wollen, dass sie sich darüber irgendwie lustig machen oder so. Oder Leute, die sich ganz crazy dabei vorkommen, dass sie jetzt auch mal das Dschungelcamp gucken oder so. Das finde ich ganz unangenehm und da fühle ich mich, das ist wahrscheinlich so der Punkt, der mir am wichtigsten ist, dass Leute das sehen, dass ich nicht das ironisch gucke. Also manchmal kriege ich ja auch so Vorwürfe, das wäre so ein klassistischer Blick, den ich da hätte und ich würde mich erheben über die Leute, die das eigentlich gucken. Wo ich mich denke, wer sind denn die Leute, die das eigentlich gucken? Das ist doch dann auch schon wieder ein Vorurteil zu sagen, eigentlich gucken das irgendwelche in ganz vielen Anführungszeichen niedere Schichten. Und mir ist es wichtig, dass ich das ernst nehme. Also, dass ich gucke, was vermittelt uns denn dieses Format? In seiner Absurdität, das ist ja absurd. Oder auch als Gradmesser, also jetzt zum Beispiel der Bachelor. Ne? Also das ist ein Mann, der Frauen fängt, hätte ich fast gesagt, kriegen soll. Ne? So ein Junggeselle, der hat 20 zur Auswahl und dann wird aussortiert. Es gibt darüber im Übrigen eine sehr geile Serie. Real, wie heißt die? Real heißt die, glaube ich, sogar nur. Ne? Unreal.
Unreal, ja. Natürlich, das Gegenteil, alles klar. Und das hinter den Kulissen einer solchen Show, das zum Beispiel habe ich mir angesehen. Das fand ich ziemlich spannend. Und ich finde halt interessant zu sagen, also jetzt zum Beispiel in diesem Jahr gibt es einen Bachelor, der ist, der hat so eine leicht angeknackste Männlichkeit. Also der hadert und barmt und zaudert und weiß es nicht. Und ich weiß es, ich bin ein schlechter Bachelor und was soll ich denn machen? Und ich denke, vielleicht ist es auch eine Entwicklung, weil ich denke, man kann in diesen Formaten auch sehen, wie sich Vorstellungen entwickeln. Weil sonst war der Bachelor der unfehlbare Traumtyp. Alle wollen ihn und er macht keinen Fehler. Aha. Und so langsam ist es halt der, wo man sagt, ach Gott, so ein Bachelor ist auch noch ein Mensch, ne? Das ist eine neue Sichtweise. Take That hast du mitgebracht und das passt von der Temperatur her ein bisschen in diese Diskussion, weil auch da geht es nicht darum, sich irgendwie nach außen hin zu präsentieren, zu sagen, ja, ich find's ja lustig oder so, sondern du liebst Take That und über diese Liebe sprechen wir nach dem Song. Du hast dich für The Flute entschieden und das war bestimmt gar nicht so einfach in dem, man muss dazu sagen, die haben 7 Nummer 1 Hits in Folge gemacht. Ich krieg Mitte schon, der ich krieg jetzt schon Gänsehaut. Okay, spielen wir schnell die Musik. Radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Und wenn Sie sich sagen, ich habe all meine Musikkassetten schon durchgehört und auch die Hörspiele, wenn Sie also deutlich über 90 sind, dann kann ich Ihnen Mut machen. Es gibt diese verrückte neue Sache, Podcasts. Sie können sich ganz viele, also mindestens 50, aber ich glaube, seit wir die Hörbar auch auf YouTube ausstellen, sind es, glaube ich, noch mehr Sendungen anhören, rückblickend. Und dabei sind so illustre Menschen wie Till Brönner, Joy Dinalani, Chaya Molcho, Markus Kafka, Iris Berben, Jeppe Hein, Finn Kliemann, Franziska Weiß, Pierre M. Krause, Ina Müller, Jan Plewka, Arnim, Teutoburg, Weiß, Campino und so weiter und so fort. Also wirklich sehr, sehr gute Leute. Und auch du, Anja, wirst ab nach der Sendung sozusagen für ein Jahr mindestens archiviert. Für ein Jahr bei Radio 1 und darüber hinaus noch länger. Herrlich. Ich weiß sowieso nicht, wie du das machst. Du hörst ganz viele Podcasts. Du hast selbst Podcasts, nämlich welche? Ich habe jetzt aktuell, arbeite ich an der zweiten Staffel von Schnauze, dem Hunde-Podcast. Toll. Das ist nämlich der Podcast, den Hunde hören würden, wenn Hunde Podcasts hören würden. Ja. Das ist der Claim. Der läuft bei Audible. Aha. Und ich hatte aber schon diverse andere. Ich hatte einen Podcast zusammen mit Jan Köppen. Der hieß Kützel und Röppen. Ihr habt euch kennengelernt bei Freunde. Freunde sein oder Freunde werden. Genau, oder so, ne? Freunde sein. Ja. Also ein Blind Date Podcast quasi. Und wir haben aus Versehen 4 Stunden gesprochen miteinander. So. Und das hat alle Beteiligten überrascht und deswegen haben wir dann diesen Podcast bekommen. Und ich habe natürlich wie jeder Mensch einen True Crime Podcast auch schon gemacht. Der hieß Genial Kriminell. Du willst überhaupt mal den perfekten Kriminalroman schreiben, ja, ne? Das, also eigentlich, ich wollte ursprünglich immer den perfekten Mord begehen, aber der perfekte Kriminalroman ist vielleicht die bessere Möglichkeit. Wie wäre der perfekte Mord? Ich denke manchmal, wenn ich in einem Granny Smith grünen Raum eingesperrt werden würde, würde ich sowieso nach 8 Stunden sterben. Oder wenn man mich zwingen würde, 10 Stunden so einen schlecht eingestellten Radiosender zu hören, der so halb nur so, weißt du, so. Ich glaube, das wäre super. Also ich glaube, ich würde dann was stilistisch total übertrieben Verkünsteltes machen. Na was? Also ich kann es jetzt auch nicht so verraten oder so, aber irgendwas, wo man denkt, oder eigentlich so ein bisschen vielleicht so, dass jeder weiß, dass ich es war, aber man kann mir auf keinen Fall was beweisen. Aha. Aber es ist so hoch
überkantitelt. Also es müsste irgendwas komplett überkantiteltes sein. Oder vielleicht, was ich ja auch gerne mag, sind so Kriminalromane, wo nach so einem Muster gemordet wird. Also ich könnte vielleicht verschiedene Leute umbringen und in diesem Mord quasi immer den Refrain von einem Texette-Lied. Also The Flood, ich ertränke jemanden zum Beispiel. Das habe ich so nie gesagt. Hast du schon mal ein Tier getötet? Nee. Hast du schon mal geschossen? Ja, bei der Bundeswehr. Oh, das war wieder so eine Selbsterfahrungs. Genau. In einem deiner Bücher machst du 1000 Sachen. Du bist Biber-Mediatorin. Du bist. Ich habe auch einen Jodelkurs gemacht. Ja gut, Jodelkurs macht jeder. Da hat man was Eigenes, ja. Ein Jodeldiplom, genau. Das wissen wir. Aber du hast geschossen, weil die Bundeswehr. Warum? Das war so ein Programm, wo die Bundeswehr versucht hat, den Journalisten das Leid, nicht das Leid, aber den Alltag der Truppe halt näher zu bringen. Und dann war so der Plan, man ist 2 Wochen bei der Luftwaffe in der Kaserne und macht alles mit. Und das hat bei mir halt gar nicht funktioniert. Also ich fand halt alles irre lustig, wurde ständig ermahnt. Und das war ganz, ganz bizarr. Also wir sind mit der Transall nach Sibirien, würde ich gerade sagen, nach Sardinien, meine ich, geflogen und haben dort so eine Übung gemacht, Überleben auf See, wo simuliert wurde, dass wir mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug raus katapultiert werden und sind quasi so ins Meer geworfen worden und mussten uns dann in Pilotenuniform mit Helm und allem auf so Rettungsinseln retten. Das ist ja wie eins dieser Formate eigentlich schon. Es war wirklich aber so, weil wir waren auch eine bizarre Truppe. Hast du dich ins Meer werfen lassen mit einem Pilotenanzug? Ja. Es ist eigentlich komisch, dass ich nicht gestorben bin bei der ganzen Sache, wenn ich ehrlich bin. Und es war richtig dramatisch, weil es gab dann einen richtigen Skandal, weil ich verbotenerweise abends, am selben Abend noch mit einem Kameraden in einer sardinischen Karaoke-Bar war. Und das ist ja unsoldatisches Verhalten, das ist verboten. Und das hat ein Snitch hat das quasi ausgeplaudert und dann gab es richtig Ärger. Aber nicht für dich, sondern für den Soldaten. Nee, für mich. Der Oberstleutnant hat uns dann richtig ins Senkel gestellt. Das war richtig irre. Du bist ja jemand, der sehr viel, ich springe jetzt wie dieser kleine Schleudersitz, mit dem du ins Meer katapultiert wurdest, was ich mir wahnsinnig vorstelle, da muss ich dich dann nochmal zu befragen. Du bist so sensibel mit Sprache, du hast jetzt aber gesagt Journalisten. Wie hältst du es mit dem Gendern? Ich merke das, also ich finde es gut, tatsächlich. Also ich finde manche Aufregung darüber wirklich kindisch, so. Wenn Leute sagen, es geht alles kaputt oder so, das finde ich teilweise wirklich ein kindisches Gejammer. Ich merke es aber an mir selber, gerade wenn ich Texte schreibe, ich habe gestern was geschrieben, wo ich dann unterdessen gemerkt habe, hoppla, jetzt habe ich es wieder vergessen. Und dann fange ich es wieder an und ich mache es manchmal so nach Gefühl. Also in manchen Situationen denke ich, also ich ziehe es nicht konsequent durch und ich weiß noch nicht genau, ob das nur noch Schlamperei bei mir ist oder ob ich manchmal denke, das geht jetzt auch so, ist schwer zu erklären, aber manchmal denke ich, ist es wichtig und da fällt es mir auch direkt auf, dass beide vorkommen und in manchen denke ich, es ist jetzt okay, das so zu halten, glaube ich. Also es ist noch sehr, ich könnte jetzt keine Regeln aufstellen, so, es ist so eine, wie vieles so eine Gefühlssache. Sprichst du ein Gap oder machst du dir die Mühe sowohl als auch? Also ich habe ja dann lieber die Innen und N. Also ich beides. Genau. Ich auch, weil ich habe gemerkt, ich habe neulich war ich zu Gast in einem Mystery Crime Podcast. Das war auch sehr lustig. Und da war das, da musste ich so eine Geschichte, so eine Fallgeschichte vorlesen, die wir dann besprochen haben. Und da war das mit Gap im Text und da klang das komisch, wenn ich das gesagt habe. Deswegen dachte ich, sag es lieber nochmal. Als andere. Kann ja jede und jeder für sich selbst entscheiden, solange es da keine Gesetze gibt. Wichtig ist, dass es ein bisschen flexibel bleibt und sich die Leute dem nicht so komplett verwehren. Was war denn, neulich habe ich so ein gutes Beispiel gehört, das war so plakativ, ich glaube, das ging auch über Insta, über Funk, glaube ich. Funk macht ganz gute Sachen, finde ich, oft thematisch. Die bereiten die Dinge oft ganz gut auf. Und es war aufgezogen wie so ein Rätsel, dass jemand verletzt ist und er muss operiert werden und dann geht das aber nicht. Ich kenne, das ist so eine Logikfrage, so eine klassische, ne? Dass man sagt, es ist aber nicht der Vater. Genau, es ist nicht der Vater. Ich weiß, es geht. Es geht so, dass der Chirurg weigert sich,
den zu operierenden Menschen zu operieren, weil er sagt, er kann nicht, es ist mein Kind, es ist aber nicht der Vater. Genau, ist es. So ist es, glaube ich. Ne? Das ist gut erklärt. Und dann wird nochmal so deutlich, ja, warum nicht? Genau. Und dann werden die Leute so gefragt, alle so, keine Ahnung. Wieso kann er seinen Sohn nicht operieren? Oder wie ist das denn nicht, wenn es nicht der Vater ist, wer ist es denn sonst? Bis klar wird, nee, es ist die Mutter. Mhm. Es ist aber eine Chirurgin, nur wenn immer die männliche Version genannt wird, wird es nicht klar, leuchtet es nicht ein, weiß man nicht, worum es geht. Und ich denke, solche Situationen muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ich mache auch manchmal so ein Spiel mit meiner Texterkennung, dass ich Frauenberufe eingebe. So vor 5 Jahren, weiß ich noch, war Chirurgin unterkringelt, so mit so roten Punkten. Was ist das denn? Chirurg ging, aber Chirurgin nicht. Rennfahrerin ging nicht. Und inzwischen gibt es wirklich die absurdesten. Ich versuche irgendwie zu gewinnen, aber inzwischen gibt es kaum noch eine Version, die unterkringelt ist, was ein gutes Zeichen ist. Ich glaube, selbst Försterinnenpraktikantin ist mir neulich durchgegangen. Ich habe neulich das Wort geschrieben, Regierungsinspektorenanwärterin, das ging auch durch. Das wäre ich nämlich fast geworden, tatsächlich. Ah, wirklich? Ja, ich habe mal so einen, kurz nach dem Abi, so einen Beamtentest gemacht, was man in Bayern so machen kann, um zu gucken, ob man geeignet wäre für den Staatsdienst als Gag. Also nicht als Gag, oder eigentlich wollte ich nur gucken, wie schlau ich bin. So. Und dann wurde mir eine Stelle im Landratsamt angeboten. Und dann habe ich aber Hättest du das mal gemacht, ey. Du warst auch eine Zeit lang fest angestellt. Das ist ganz kann lange. Ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin erst seit, das ist 7. Jahr jetzt, dass ich selbstständig bin. Ich war immer angestellt. Ich bin nämlich so ein Schisser gewesen. Ich wollte immer schön einen Monatslohn in einem gelben Umschlag überreicht bekommen. Mm. Naja, aber es ist gut, so wie es ist, oder? Ja, es ist perfekt. Ich weiß gar nicht, wie ich, genauso wie ich mir nicht mehr erklären kann, wie ich so lange in WGs wohnen konnte, ohne den perfekten Mord zu begehen. Tatsächlich kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie das ging, dass ich angestellt war. Suede hast du mitgebracht mit Trash. Ach ja. Anja Rützel, Journalistin und Autorin, ist heute hier zu Gast und ich rühre da einfach nochmal die Trommel, weil ich deine Bücher und deinen Schreibstil sehr inspirierend und amüsant finde. Und deswegen, Sie können sich also zum Beispiel das Buch kaufen, Saturday Night Bieber, wo du eben so komische Sachen machst, wie, das kannst du ja nochmal sagen, wieso bist du Bieber-Mediatorin? Bieber-Beraterin. Das ist die einzige Urkunde, die ich mir an die Wand hängen kann, tatsächlich. Nie was gewonnen, nie eine vernünftige Ausbildung, aber Bieber-Beraterin. Das ist, also in manchen Teilen Deutschlands ist der Bieber ja wieder auf dem Vormarsch. Ja. Und macht dann halt auch, sorgt für Probleme, weil er manchmal halt Bäume fällt und dann Staudämme baut und dann Felder überflutet und dann werden die Bauern wütend. Aber er steht unter Naturschutz, glaube ich, ne? Genau. Und deswegen kann man den nicht einfach mit dem Spaten eins drüber braten, sondern idealerweise ruft man dann mich an und dann komme ich und dann schlichte ich. Und dann bin ich quasi so eine, also als ich das gelesen habe, dass es sowas gibt, in meiner Fantasie dachte ich sofort, ich berate Bieber. Wie es aber auch so ist, als ich bei der Financial Times angefangen habe, musste ich immer blöd kichern in der Konferenz, wenn der DAX fällt, dann sehe ich halt sofort, wie ein DAX fällt. Ich kann da nichts, also, und natürlich berät man keine Biber, sondern die Leute, die Probleme mit Bibern haben, aber ich kann auch Elektrozäune aufbauen und den Biber einfangen, im Idealfall in einer leeren Regentonne. Und wohin dann damit? Das ist das Problem. Nein, das kann man auch nicht einfach so liedschäftig machen, auch nicht als Biberberater. Das muss man mit der Naturschutzbehörde absprechen. Und dann, aber bis ein Biber umgesiedelt wird, passiert ganz viel.
Also da kann man sich drauf einstellen. Also mein Freund Matthias hat einen Biber zum Feind und das ist nicht lustig. Der hat bei Bernau so ein bisschen Wald und so alles ein bisschen wild und der Biber wütet und macht, was er will. Und die zwei führen wie so ein Jack Lemmon und Walter Matthau, kommt mir das so ein bisschen vor. Ich komm gern mal rum. Also aber wir haben da wirklich so Rollenspiele geübt, wo einer den erbosten Landwirt gespielt hat und der andere der begütigende Biberberater. Ja, dann, da kann ich mir vorstellen, dass der Landwirt sagt, der macht mir alles kaputt, also ich habe keine Lust auf den so und den schlage ich tot, wenn sie weggucken und dann sagst du? Dann sage ich, ja, aber sie müssen auch den Biber verstehen. Nein, dann komme ich mit, der Biber ist der Architekt der Natur und dann komme ich und stimmt ja wirklich, wo der Biber waltet, wird alles, was der Mensch kaputt gemacht hat, wieder heile. Erklär. Ja, der Biber baut dann zum Beispiel eben Staudämme und gestaltet begradigte Flüsse oder Bachlaufe wieder um, so wie es mal sein sollte. Und dann siedeln sich wieder Arten an, die halt vorher gar keinen Lebensraum mehr hatten. Der Biber ist ein guter Typ. Also er nervt, glaube ich, das kann ich schon verstehen, aber er meint's gut. Und er hat eine wahnsinnige Kraft, eine wahnsinnige Ausdauer. Also wer ein bisschen spazieren geht durch den Wald, am Gewässer vorbei, der, also was man da sieht, das ist wirklich beeindruckend. Das ist wie in so gezeichneten, wie in so Cartoons, dass man so denkt, dass dieser Baum überhaupt noch steht. Der ist streichholzdünn in der Mitte noch. Das ist auch ein bisschen wie, wie dieser Zahnpasta-Werbe-Biber oder so. Ja, ne? Ja. Aber sie, also sie fressen ja dieses Holz auch, also ich glaube, Matthias sagte mir sowas wie, dass sie Obstbaumholz besonders gerne essen. Also sie machen das jetzt nicht nur, um ihre Staudämme und so weiter zu bauen, sondern sie essen die, sie nagen, glaube ich, die Stämme auch ab, um sich zu ernähren. Ja, ich glaube, die Rinde oder die so. Die Rinde. Ja. Okay. Gut, also das hast du in dem Saturday Night Biber wird man Geschichten dieser Art finden. Dann hast du ein Buch geschrieben, Lieber allein als gar keine Freunde. Und das spielt so ein bisschen auf das an, was wir vorhin auch schon hatten. Dieses, dass du das Gefühl hast, man muss sich so rechtfertigen dafür, nicht in einer Beziehung zu leben, allein zu leben und sich selbst zu genügen. Es ist so ein bisschen, also das habe ich lange vor Corona geschrieben. Und ich kann vorstellen, dass jetzt inzwischen, es gab, glaube ich, ein kleines Zeitfenster, wo dieses Buch wahnsinnig gut gepasst hätte. So in der Anfangszeit der Social Isolation, wo man es hätte sagen können, guck mal hier, hier steht drin, wie du dem was Positives abgewinnen kannst, warum das auch was Gutes sein kann, mit auf sich selbst zurückgeworfen zu sein. Ich verstehe, dass es langsam etwas schwer zu vermitteln ist. Dass es viele Leute, die darin halt nicht geübt sind, das ist ja auch eine Technik, mit sich selbst allein sein mit sich alleine sein können, muss man auch ein bisschen lernen erstmal. Das kann man ja nicht von jetzt auf gleich. Und dann kommt der Bogen zu einem ganz wundervollen Buch und ich vielleicht können wir ja Kiepenheuer und Witsch einige Exemplare, vielleicht 3 Exemplare abquatschen. Bestimmt. Weil ich würde das gerne verlosen. Das heißt, Schlafende Hunde, berühmte Menschen und ihre Haustiere, 10 Liebesgeschichten. Das ist im letzten Jahr eben bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, kostet auch 20 Euro. Und du hast berühmte Persönlichkeiten von Marilyn Monroe über Friedrich II., glaube ich, und Winston Churchill, die jeweils Tiere hatten. Und du hast da genau recherchiert. Du bist teilweise vor Ort gewesen, auf irgendwelchen Tierfriedhöfen und so weiter. Das sind wunderbare Geschichten, herzerwärmend, aber auch irgendwie, man lernt ganz viel. Es ist ganz erklärend. Lass uns diesen Bogen nehmen und mal über, jetzt am Ende auch nochmal, über Hunde und Vermittlungsmöglichkeiten zu sprechen, auch im Hinblick auf die Isolation, die viele spüren. Also es heißt, die Tierheime sind so leer wie noch nie, Katzen wurden abgeholt, Hunde wurden abgeholt, die Menschen sind so ungern allein. Aber was passiert natürlich erstens, wenn wir Corona einigermaßen im Griff haben und die Menschen wieder ihren normalen Arbeiten nachgehen müssen, kein Homeoffice mehr, können die Tiere nicht 100 Stunden allein zu Hause bleiben, was passiert denn dann? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Also weil ich kriege das ja so mit, also die Corona-Hunde, die sogenannten, sieht man jetzt ja überall. Ne? Also dass plötzlich, man hat ja so in den Ecken, in denen man Gassi geht, kennt man ja den Bestand sozusagen. Mhm. Ne? Wo ich sage, okay, da poppten jetzt wirklich Leute auf mit Hunden. Und ich dachte, die habe ich ja noch nie gesehen. Und dann waren das meistens auch jetzt in der Corona-Zeit angeschaffte Hunde. Und ich bin da wirklich so ein bisschen also ich verstehe einerseits total den Impuls und natürlich ist es viel schöner, dieses ewige Spazierengehen, was man macht, wenn man sonst nicht viel machen kann, ist natürlich mit Hund viel, viel schöner. Und es ist auch schöner, wenn ein Hund bei einem zu Hause ist. Mhm. Also nicht nur, wenn man alleine ist, sondern ich habe auch schon von wirklich einigen Familien gehört, absolut, wo der Hund einfach alles viel
also ganz neue Dynamiken reinbringt und so. Aber die Gefahr ist natürlich, dass wenn man sich jetzt einen Hund anschafft, dass man das so ein bisschen entweder verklärt oder den Hund als Dienstleister sieht und sagt, ja, entertain me, ne? Mhm. So nach dem Motto. Und das, da fürchte ich ein bisschen, dass es für manche Hunde schiefgehen kann, dass sie dann vielleicht doch auch wieder abgeschafft werden. Wird wahrscheinlich so laufen, wenn Sie sich mit dem Gedanken befassen, sich einen Hund anschaffen zu wollen. Dann gibt es sicherlich zahlreiche ehrenwerte und empfehlenswerte Organisationen und Stiftungen. Ich habe jetzt mal drei rausgesucht. Einmal natürlich den Klassiker, den Deutschen Tierschutzbund. Dann gibt es Vier Pfoten. Das ist eine Stiftung für Tierschutz und die sind auch gecheckt. Die müssen immer wieder Prüfungen über sich ergehen lassen. Und du hast deinen Hund, du hast den wunderbaren Juri, der wirklich ein ganz toller Hund ist, von Zergportal. Das ist ein komisches Wort. Das ist wie Zwerg ohne W. Zergportal heißt das. Ein soziales Tierschutznetzwerk. Wie bist du darauf gekommen? Also das ist tatsächlich so ein, man kann sich das wie so ein Aggregator vorstellen, die quasi, die bündeln, das ist wie eine Suchmaschine. Also das ist wie eine, also man hat so ein, man füllt wie so einen Fragebogen aus, ne? Soll er männlich sein, der Hund, weiblich, ein Rassehund, kein Rassehund, egal. Klein, groß. Drei Beine, vier Beine, kann er blind sein, wie alt, alles. Also man kann den, wird man so einen Filter einstellen quasi. Und dann sucht dieses Portal in den Angeboten ganz vieler kleiner, großer Tiervermittlung. Also die aggregieren quasi alle armen Hunde, die irgendwo sitzen. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und können deswegen halt auf ein Riesensortiment zurückgreifen. Deswegen, ich sage auch immer, wenn jemand eine bestimmte Rasse im Kopf hat, was ich völlig okay finde, eigentlich gibt's von jeder Rasse auch irgendwo in einem Tierheim einen Hund. Sie sollten wirklich davon absehen, ich bitte Sie inständig darum und das auch Leuten zu sagen, die sich mit dem Gedanken, wie gesagt, beschäftigen, auf eBay Kleinanzeigen Tiere zu kaufen. Es gibt eine riesengroße Maschinerie, einen Wirtschaftszweig von sogenannten, wie heißen die, Vermehrer? Vermehrern, genau. Das heißt, das sind Leute, die Hündinnen decken lassen, bis die irgendwann auch hinüber sind. Und die Welpen werden, das ist oft hinter der deutsch-polnischen Grenze beispielsweise, gibt es da ein paar Spots, ein paar Parkplätze, die man schon kennt, wo dann die Welpen im Kofferraum verkauft werden. Die sind oft sehr krank und nach drei Monaten, wenn sie dann nicht weggehen, werden sie vielleicht getötet und die Hündin wird wieder gedeckt und so weiter. Das ist eine ganz heftige Nummer. Diese Tiere sterben ihnen oft wirklich auch unter den Händen weg. Also unterstützen Sie bitte in dem Fall nicht eBay Kleinanzeigen, auch wenn ich mir jetzt hier Ärger einhandle, sondern das muss schon zertifiziert sein, dann muss es eine Prüfung hintergeben, sonst, oder lehne ich mich hier zu weit aus dem Fenster? Nee, gar nicht. Und es ist sogar, also man erfährt immer wieder so Sachen, wo man denkt, es ist eigentlich immer eher noch schlimmer als angenommen. Zum Beispiel habe ich jetzt von einigen Leuten gehört, dass es um quasi diese Hündinnen, die dann da gedeckt werden, zu beschaffen. Das sind ja oft so Moderassen, ne? Die gerade werden ja hier diese Pomeranians, die Zwergspitze irgendwie gerne genommen. Vorher waren es eine Zeit lang französische Bulldoggen. Dackel. Genau, die werden eine Zeit lang tatsächlich auch geraubt auf offener Straße, Leuten aus der Hand gerissen und vom Arm gerissen und so. Also völliger Horror. Und ja, also wie gesagt, ich verstehe jeden, der sagt, ich hätte aber gerne jetzt einen Hund, der so und so aussieht. Aber wie gesagt, es gibt auch von jedem dieser Hunde irgendwo einen, der sitzt. Ja. Und andere schöne, tolle Hunde. Ja, und nochmal, mein ganzes Leben besteht aus eBay und eBay Kleinanzeigen. Also ich möchte dieses Portal nicht missen. Ich finde das ganz toll, nur für Tiere sollten Sie das nicht nutzen. Bitte, bitte. Gut, egal wie seriös Ihnen das erscheint. Wir sind bei Locus in Love. Ja. Wollen wir es erst hören und dann die Geschichte dazu? Ja, Manifest heißt der Song. Von Zerstörung zu singen und trotzdem weder bitter noch hart zu werden. Mein Herz ist groß genug für einen Hass und eine Liebe, die alles durchdringt. Kein Mensch wird das ändern, kein System und keine 10 Pferde. Und es kommt nicht darauf an, dass wir zerstören, sondern was wir zerstören und warum wir es tun. Wir haben jetzt hier drei E-Mails bekommen von Leuten, die nicht so schnell mitschreiben konnten, wegen der empfohlenen
Tierschutzorganisationen. Also dazu ist nochmal zu sagen, Sie können sich sowieso jede Sendung nochmal anhören als Podcast und im Netz steht auch, wer welche Songs ausgesucht hat und so weiter. Das haben wir alles sehr, sehr ordentlich aufgeführt. Aber hier nochmal, falls Sie sich für ein Tier interessieren, Katze, Hund, was auch immer, einmal Vier Pfoten, das ist eine Stiftung für Tierschutz, dann den Deutschen Tierschutzbund natürlich und Zergportal. Das ist das, wovon Anja Rützel, mein heutiger Gast, gerade sprach. Zergportal, wie Zwerg ohne W. Ein soziales Tierschutznetzwerk, das viele kleine Mini-Stiftungen und Organisationen vereint. Genau. So, Manifest hieß der Song. Was für eine Geschichte hast du dazu? Es gibt eigentlich zwei Gründe, warum ich das Lied ausgesucht habe. Das eine ist, weil ich diesen Satz so toll finde, in der ersten Strophe. Mein Herz ist groß genug für einen Hass und eine Liebe, die alles durchdringt. Kein Mensch kann das ändern, kein System und keine 10 Pferde. Bisschen lang für ein Tattoo auf dem Unterarm, aber würde ich mir sofort so als Leitlinie auch für mein Leben und meine Arbeit unterschreiben. Weil oft denken Leute, oder wenn die mich kennenlernen, sagen, dass ich ja auch nett bin, zum Beispiel. Oder Leute wundern sich, wenn ich mal einen Nachruf schreibe, was ich ja auch, klingt vielleicht komisch zu sagen, ich schreibe gerne einen Nachruf, aber es gibt so Leute, da ist es mir so ein Anliegen. Mhm. Also so, ich weiß noch, Andrea Jürgens zum Beispiel, als sie gestorben ist, das war so ein totaler Star meiner Kindheit auch. Weil die ja auch so ein Bobtail hatte und so. Und dann ist es mir immer irgendwie so ein Anliegen, was nachzurufen eben. Und dann schreiben oft Leute drunter, ach, das ist ja auch jetzt hier total einfühlsam, das ist doch hier eigentlich die alte Krawallschachtel. Also, und dann denke ich mir, guck doch mal, kann doch beides sein. Also ich habe ja auch schon gesagt, dass ich es nicht so sehe, und du hast es ja auch genauso gesagt, wie ich das meine, ich gucke da nicht mit einer Ironie drauf oder so. Ich finde, es geht beides. Man kann ja hier bekritteln, aber das trotzdem lieben, über das man schreibt. Und ich finde das Wort Hass, deswegen war ich jetzt etwas erschrocken. Ja. Ich kenne dich ja jetzt 2 Stunden, aber das Wort Hass würde ich dir jetzt gar nicht zu... Ja? Geht schon. Also geht schon auch. Und die andere Sache, wieso ich Lockers in Love unbedingt dabei haben wollte, ist, dass ich kenne und mag die Band auch privat und war mal ein paar Tage Tourmanager von denen. Managerin. Stimmt. Das ist richtig. Das ist zwar doof, aber ich finde, wenn man es wohl meint, ja, weil wenn man für sich selbst, wir müssen uns dran erinnern und du kannst mich auch dran erinnern und aufmerksam machen. Und ich war wie eine gute Generalin. Und das hat so Spaß gemacht. Also, was hast du denn da machen dürfen oder müssen? Also ich war auf einem Konzert von denen und ich glaube ziemlich angetrunken. Das war damals noch so. Und dann haben wir hinterher so gesprochen, weil ich hatte die mal interviewt und dann haben wir uns gut verstanden, dann haben wir uns so angefreundet. Und dann meinten die so, ja, ihr eigentlicher Tourmanager, der quasi so mitfährt, ne, auf Tour und dann in den Locations halt guckt, ist alles da, ist Backstage, sind die Schnittchen da und klappt es mit dem Hotel und die Vorband darf nicht zu lange spielen und so. Der konnte nicht. Und dann meinten die so, ich glaube ehrlich gesagt im Scherz, ob ich es nicht machen will. Und wunderten sich sehr, als ich am nächsten Tag wirklich mit dem Köfferchen morgens an der Unterkunft stand und sagte, ich bin soweit. Oh. Und ich bin in der Rolle, glaube ich, schon aufgegangen. Also ich habe auch eine Neigung zum richtig streng sein. So. Und dann hatte ich mit deinem Hund. Nicht mit meinem Hund, natürlich nicht. Nein. Der hat es noch nicht verdient, aber diese Veranstalter haben das schon verdient. Und ich weiß noch, wir sind dann irgendwie, ich glaube, in Nürnberg eingeritten und dann stand Backstage, also die Verpflegung war nicht so, wie ich das vorgeschrieben hatte. Und dann war da ein riesiger Topf voll Schimmel noch von der letzten Band übrig, Chili con Carne. Ja, das weiß ich noch genau, da habe ich richtig die Nerven verloren. Und das hat mir so Spaß gemacht. Ich glaube, alle waren auch ein bisschen erleichtert, als ich nach 3 Tagen dann wieder abgelöst wurde vom echten Tourmanager. Aber das war sowas, wo ich dachte, bucht mich. Ich mach's. Oh ja. Gut. Also ich kann nicht den Tourtransporter fahren, das errate ich niemand. Aber ich kann so durchgreifen. Offenbar. Okay, schön, dass diese Note deiner Persönlichkeit jetzt erst auch wirklich in den letzten Minuten dieser Sendung. Nicht, dass ich zu soft erscheine. Nein, das wäre wahrscheinlich falsch, so wie du es sagst. Und was müssen wir erwarten bei Die Heiterkeit im Zwiespalt? Mit diesem Song werden wir diese Sendung nämlich beschließen. Die Heiterkeit habe ich auch in einem persönlichen Bezug. Ich bin mit der Sängerin Stella Sommer gut befreundet. Und auch so ein bisschen, also sie drückt in ihren Texten oft ein Gefühl aus, dass ich einfach sofort unterschreibe, von dem ich aber wiederum glaube, dass viele nicht nachvollziehen können. Und im Zwiespalt beschreibt wunderschön so dieses Gefühl von, also es gibt so eine Textstelle, die heißt Distanz als Form von Nähe.
Also, dass man Menschen sich auch verbunden fühlen kann, gerade eben, wenn man sie nicht jeden Tag auf der Couch sitzen hat. Und dass man gerne so ein bisschen auch das Ganze mit Abstand betrachtet, aber trotzdem vielleicht mit Wohlwollen, dass sich das nicht ausschließt. Und das finde ich in diesem Begriff vom Zwiespalt ganz schön erklärt. Es ist natürlich einfacher, ne? Es gibt dieses Lied ja auch, I love your absence better than your presence. Ja. Hat viel mit Projektion zu tun. Hattest du mal eine Fernbeziehung? Hat sich das da bewahrheitet? Ja, also ich überlege gerade, da gab es andere Probleme. Aber es war so, es war aber schräg. Also es war, ich würde das aber auch nicht ausschließen. Ich glaube, vielleicht wäre meine ideale Beziehung vielleicht eine Entfernung von 1,5 Stunden Fahrzeit. Also so, dass man denkt, es ist jetzt niemand, der zufällig vorbeikommt und an der Tür schellt. Meine absolute Horrorvorstellung. Aber doch so nah, dass man in der Not schnell dort wäre. Gut, wir verlosen 3-mal dein wunderbares Buch Schlafende Hunde, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Wunderbare Liebesgeschichten, prominente Menschen mit ihren Haustieren, also unsexuell, wenn ich das jetzt gerade zu lasziv sage. Ich wollte gerade sagen. Nein. Und Sie müssen folgende Frage richtig beantworten. Die Frage kannst du ja mal stellen. Genau, es ist eine traumatische Episode aus meiner Kindheit. Und zwar gab es in meiner Straße einen bösen alten Mann, der hieß Opa August. Und wenn man sich zu nahe seinem Grundstück, wenn man sich zu nahe rankam oder auch aus blanker Laune heraus, hat er manchmal mit Sachen nach Kindern geworfen. Waren es A, am Boden liegende, leicht wurmige Äpfel, die vom Baum gefallen waren? Oder waren es B, Pferdeäpfel von dem Pony, das auf der Wiese hinter seinem Garten gegrast hat? Oder waren es C, große, aufgeblühte Sonnenblumenköpfe? Womit warf Opa August? So viel nochmal dazu, weil du vorhin meintest, ob mein Heimatdorf so ein bisschen Bullabü-mäßig ist. Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, wer diese Frage richtig beantwortet, ja, nein. Ich finde das ganz schön zänkisch, was er da macht. Auch weil er sich mit Abstand das schwierigste Wort ausgesucht hat. Aber mehr Hilfen gebe ich jetzt nicht. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de und schreiben Sie auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer bitte in diese E-Mail, damit wir Sie im Gewinnfall schnell benachrichtigen können. Und kurz mal in eigener Sache. Ding, ding, ding. Wie viele Podcasts es in Deutschland genau gibt, das variiert. Meine Freundin Sue sprach mal von 22.000, aber ich kann mir das kaum vorstellen, obwohl ich ihr sonst alles glaube. Jedes Jahr wird jedenfalls der Deutsche Podcast-Preis ausgelobt. Und wenn Ihnen und Euch die Hörbar Rust gefällt, dann votet für uns, stimmt für uns. Es gibt nämlich eine Publikumsbeteiligung. Ab morgen können Sie mitwählen unter www.deutscher-podcastpreis.de. Das war's jetzt. Nein. Wann erscheint denn da auch diese Sendung hier sehr häufig als Podcast gehört wird, müssen wir irgendeinen zeitlichen Bezug herstellen. Wann erscheint deine zweite Staffel des Hunde-Podcasts Schnauze? Ich glaube, wir wissen es noch nicht so wirklich. Wir starten im Mai, meine ich. Okay. Was vorher noch kommt, ist ein klitzekleines Bändchen von mir, das ich für den Indie-Verlag Subkultur gemacht habe, in dem ich 50 Träume aufschreibe, die ich hatte, in denen teilweise prominente, bizarre Rollen spielen. Wow. Und das heißt wahrscheinlich, bei ihrer Rückkehr fand Inge Meisel nur noch ein paar Knöchelchen. Ich freue mich darauf. Wie ich noch schön hier influencermäßig die Werbung untergebracht habe. Das habe ich gut gemacht. Hast du gut gemacht. Sehr, sehr gut. Das war Anja Rützel und ich danke dir für deinen Besuch hier. Ich danke dir. Bis gerne. Tschüss. Endlich bald mag ich euch so gern. Wen ich immer mochte, ertrag ich nun nicht mehr, mehr, mehr. Im Zwiespalt sitze ich bequem, umgebe mich andauernd, umgebe mich von fern, fern, fern. Im Zwiespalt, im Zwiespalt, im Zwiespalt.